Hallo, 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 meine Leute da draußen. Euer Chris ist wieder da. Wie geht es euch heute? So, es gibt jetzt wieder Neuigkeiten aus Saudi-Arabien. Die Überschrift: Saudi-Arabien will verspiegelte Stadt in die Wüste bauen. Schaut euch mal das an. Das schaut mal richtig krass aus. Was ich gehört habe, haben sie schon angefangen. Die ersten 2 Kilometer sollen schon fertig sein. Wahrscheinlich das Fundament. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die Höhe auch schon. Weil das soll bis zu 500 Meter hoch sein. Das ganze Gebilde dort. Aber nur 200 Meter breit. Aber dafür 170 Kilometer lang. Verrückt. Aber wie sie das hinbekommen mit der Spiegelung hier und mit dem ganzen, das ganze mit dem Betonieren und mit dem. Und dass es hält mit dem Wüstensand, glaube ich nicht, dass es hier. Hier ist es halt gezeichnet, hier auf seiner Insel. Da wird es, glaube ich, nicht nicht gebaut. Schon am Festland, an der Küste entlang. Aber das ist ja eine Insel hier. Das ist symbolisch. Das soll ein bisschen noch schöner sein, alles. So wird es sicher nicht stattfinden. Und ja. Das Bauvorhaben kostet, geplant ist um die 500 Milliarden Dollar. Aber das wird wahrscheinlich das Doppelte ausmachen, schlussendlich. Wenn man weiß, wie man das immer alles berechnet und schlussendlich kostet es immer, ja, 50% ist schon viel, aber 10% bis 20% kann es schon mehr Kosten sein. Ein verrücktes Bauvorhaben von die Saudis, von König ist das? Oder ist das dort ein König? Was ist das? Und was ist da jetzt? Ja, haben 500 Milliarden, 170 Kilometer lang, ja. Aber wer plant das? Der Scheich? Wer ist denn der Oberste? Der saudische Kronprinz, okay? Der Kronprinz Mohammed bin Salman hat das Design für die Wüstenstadt allein vorgestellt, okay? Und zahlt das er auch oder so? Oder das Land? Das arabische? Das saudische, Saudi-Arabien, Saudi-Arabien, ja. Wer zahlt das jetzt, der Kronprinz? Das weiß ich nicht. Vielleicht wisst ihr da was. Auf jeden Fall krasse Stadt. Aber, ja, die Stadt soll aus erneuerbaren Quellen mit Energie und Wasser versorgt werden. Die Bauweise soll für die Klimatisierung sorgen. Warme Luft soll nach oben aufsteigen, während kältere durch das offene Dach hereinkommt. Im Inneren soll viel Grün angepflanzt werden. Ja, das Grün ist auch das. Die ganzen Pflanzen, Bäume, die geben auch eine Kühle ab. Das kühlt auch. Da gibt es das ergibt ein eigenes Mikroklima dort dann. Durch die Pflanzen. Die Line wird autofrei. Ja, es gibt keine Fahrzeuge, gar nichts. Es soll innerhalb von 5 Minuten alles erreichbar sein. Die ganzen Shops und die Einkaufsgeschäfte und Waren, was man braucht und so. Aber es wird eine unterirdische U-Bahn geben. Und von Anfang bis zum Ende sollte man innerhalb von 20 Minuten es erreichen. Also die 170 Kilometer in 20 Minuten. Das ist auch eine Hochgeschwindigkeitsbahn dann. Echt krass. Aber meine Meinung dazu ist, schlussendlich wird das etwas nur für die Reichen sein. Die werden angeflogen kommen mit den Helikoptern und da werden sie sich so wie Wochenendhäuser oder monatelang befinden. Dann fliegen sie wieder weg. Weil, wenn das jetzt 500 Milliarden oder 700 Milliarden Dollar kostet, wer
Wer kann sich dort eine Wohnung leisten, eine kleine? Schauen wir uns das mal jetzt an. Das ist ein Werbevideo. Aber unvorstellbar. Das Bauvorhaben. Ja, 2 Kilometer zum fertig sein. Aber oh, da habe ich noch nichts davon gesehen jetzt. Auf jeden Fall, weiß nicht, das wird man sicher ja, schön auf Satellitenbilder sehen. Schaut euch mal das an. Echt so wie im Film Das fünfte Element oder so. Ja, schön bepflanzt. Aber verspiegelt, warum ist es verspiegelt? Ist das Solartechnik, die Spiegelung? Das könnte ich mir vorstellen. Zum Spaß ist es sicher nicht verspiegelt, oder? Oder wegen dem Design. Wahnsinn. Aber das ist nur für die Reichen. 1000%ig. Oder für die höhere Schicht. Oben schaut das cool aus, die Bepflanzung. Richtige Grün. Das könnte schon funktionieren mit dem Klima, das drin wird vielleicht sogar die Luft sauberer sein oder es, ja, sie wird sauberer sein wie in den Großstädten. Aber wie das alles funktioniert mit dem Kanal, Abwasser, Zuleitung etc. Müll, Müllabfuhr, alles. Da bin ich mal gespannt. Nice, ja. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Und schauen wir mal, ne, was es gerade gibt. Aber angeblich sind schon die 2 Kilometer fertig, die ersten. Aber nur Fundament kann. Na, 500 Meter hoch kann es nicht. Da, aber angeblich sollen die ersten 2024 einziehen. Wahrscheinlich bei den ersten 2 Kilometer oder so. Aber da will ich auch nicht sein, wenn eine Baustelle ist. Und wo kommen die ganzen Arbeiter her? Wie sind die Arbeitsverhältnisse? Das muss ja mal geregelt werden. Dort herrschen andere Sitten, Saudi-Arabien. Und ja, ist alles zum Hinterfragen. Sicher nice und der Kronprinz, der hat so angeblich, ja, weiß ich nicht, ob das stimmt. Die haben ja die teuersten Autos, Benzin spielt keine Rolle dort und alles. Und jetzt wird das so vorgestellt, als ob er auf die Umwelt achtet und ein Ökosystem schaffen will in einer eigenen Stadt. Und ja, ist irgendwie fragwürdig und ja. Ich bleibe auf dem Laufenden und werde mir das einsehen und schauen wir mal, wie es weitergeht. Wünsche ich euch was. Tschüss.